Habt ihr manchmal auch das Problem, dass beim Jagen eure Tiere nur Silber oder manchmal auch Gold sind, obwohl ihr alle Bedürfnisgebiete und guten Spots abfarmt? Mein Name ist Captain Dax und ich zeige euch heute, wie ein Animal Population Reset in The Hunter Calls the Wild geht. Sehr wichtig für den ganzen Prozess ist natürlich auch, dass ihr die Spielstände in der Steam Cloud nicht speichert, sondern dass die lokal gespeichert werden. Das heißt, ihr geht auf The Hunter Call of the Wild, Rechtsklick Eigenschaften und nehmt diesen Haken hier raus. Als erstes sollten wir ein Tool runterladen, was uns später ermöglicht, den Animal Population Reset auf den einzelnen Maps auch zu kontrollieren. Dazu gehen wir auf die Seite nexusmods.com, suchen nach dem Animal Population Scanner und laden diesen herunter. Nachdem ihr den Animal Population Scanner heruntergeladen und entpackt habt, geht ihr in den Ordner Dokumente, in den Ordner Avalanche Studios, dann Call of the Wild, Saves. So, dann habt ihr einen Ordner mit einer sehr langen Nummer. Am besten den kopieren, damit ihr sozusagen ein Backup davon habt. So, nachdem wir das gemacht haben, können wir die Exe vom Animal Population Scanner ausführen. Dann suchen wir uns die Map, die wir haben wollen. Bei mir wäre es jetzt Quattro Colinas. Und die Anwendung findet ihr automatisch auch schon den Saves-Ordner und den Speicherstand der Map. Die Datei Animal Population-8 müssen wir uns auch merken. Das ist nachher die Datei, die wir im Prinzip ersetzen werden. Und wenn wir darauf jetzt Doppelklick machen, öffnet er uns auch die Daten von meinem Quattro Colinas. Wir sehen hier oben zum Beispiel zwei Diamanttiere auf der Map, 327 Gold, 1004 in Silber. Wenn wir jetzt in den Ordner mit der langen Nummer gehen, finden wir auch die Datei Animal Population-8. Die werden wir jetzt im Prinzip umbenennen in Animal Population-8.alt. Das ist unsere Backup-Datei sozusagen. Ihr seht jetzt auch im Hintergrund, dass der Population Scanner die Datei jetzt nicht mehr findet und keine Daten mehr ausspuckt. Die Datei muss jetzt neu erschaffen werden vom Spiel selber, indem wir einfach auf Steam gehen und starten das Spiel. Wir wählen unser Revier aus und joinen da auch schnell mal rein. So, an diesem Punkt müsste das Spiel jetzt im Prinzip eine neue Datei für die Animal Population dieser Map angelegt haben. Das heißt, wir können wieder zurückgehen auf den Desktop. Nachdem wir dann zurück auf den Desktop sind, sehen wir, dass der Animal Population Scanner die neue Datei von Quattro Colinas schon gefunden hat und wir hier einen deutlichen Diamantunterschied sehen können. So, das war's auch schon wieder mit meinem Tutorial. Ich wünsche euch viel Spaß auf eurer neuen, frischen Map und ich hoffe, ihr vergesst das Abo auf YouTube nicht, den Follow auf Twitch, der Link ist in der Videobeschreibung. Macht's gut!